Zwischen Himmel und Erde, über den Wolken, so frei wie ein Vogel durch die Lüfte fliegen. Und das ganz ohne Emissionen. Um dem Umweltideal des Segelflugs nachzukommen, entwickelt die Apus Aeronautical Engineering GmbH in Strausberg hybridelektrische und aerodynamisch effiziente Flugzeuge und treibt somit die Branche nachhaltig voran. Luftfahrt ist verantwortlich für einen ganz wesentlichen Teil des Schadstoffausstoßes in der Atmosphäre. Und wir werden die Menschen nicht davon überzeugen, weniger zu fliegen, zumindest nicht weltweit. Und deshalb müssen wir technologische Alternativen entwickeln, die den Schadstoffausstoß verringern und ganz auf Null setzen. Bereits seit 7 Jahren beflügelt Apus zukunftsorientierte Ideen und bietet Hochtechnologie und Flugzeugbau als Komplettpaket. Von der Planung innovativer Flugantriebe über die Produktion und Umsetzung bis hin zur Erprobung und Zertifizierung von Luftfahrtsystemen. Derzeit arbeitet das junge 30-köpfige Team Hand in Hand an dem Ziel, 2023 mit dem ersten emissionsfreien Flugzeug an den Start zu gehen. Die Apus I2 ist ein 4-sitziges Reiseflugzeug mit einer wettbewerbsfähigen Reichweite von 800 Kilometern und einem patentierten, strukturintegrierten Wasserstofftanksystem. Eine Revolution in der Luftfahrt, die das Unternehmen mit Stolz erfüllt. Wir sind mit die Ersten, die wirklich ein Flugzeug mit so einem unkonventionellen Antrieb als Gesamtkonzept entwickeln. Das heißt, wir entwickeln den Antrieb und auch die Flugzeugzelle. Und dadurch, dass wir das beides zusammen machen, können wir halt Antrieb und Flugzeugzelle sehr gut aufeinander abstimmen und dadurch eine hohe Effizienz, Gesamteffizienz des Flugzeugs erreichen. Zeitgleich setzt das hochinnovative Unternehmen auf die gemeinnützige Ausbildung von Pilotennachwuchs und die Entwicklung einer höchst vielseitigen Luftarbeitsplattform, der Apus I5, für eine Vielzahl von Anwendungen. Hybride elektrische Antriebe sind vergleichsweise komplexe Antriebe und damit man die entwickeln kann und später auch zulassen kann, brauchen wir einen Demonstrator, einen Technologiedemonstrator und gemeinsam mit unseren Partnern, zum Beispiel mit Rolls-Royce, entwickeln wir so ein Flugzeug und auf dem können wir dann solche Antriebe testen. Mit ihrem Einsatz für die Umwelt heben sie sich ab, indem sie immer leisere, saubere und effizientere Produkte für ihren internationalen Kundenkreis liefern und sind dabei menschlich dennoch auf dem Boden geblieben.